Lieber Sadhguruji, ich habe eine Frage an dich. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und es fällt mir oft sehr schwer, mich emotional von einer Situation zu lösen, von der ich weiß, dass sie nicht gut für mich ist. Ich erkenne zwar, dass die Sache nicht in die von mir gewünschte Richtung geht, aber es ist sehr schwierig, meine Gedanken und Gefühle davon wegzulenken. Was denkst du, wie ich mit dieser Situation umgehen kann? Ich würde wirklich gerne deine Sichtweise dazu erfahren. Es gibt in der Welt eine ganze Menge Gerede über, du weißt schon, die Sache mit dem Kopf und dem Herzen. Aber die Art, wie du denkst, ist die Art, wie du fühlst. Und die Art, wie du fühlst, ist die Art, wie du denkst. Für verschiedene Menschen laufen verschiedene Dinge zuerst ab. Bei einigen Menschen sind die Gedanken, heute vor allem wegen der Art der Bildung, eilen bei den meisten Menschen die Gedanken den Gefühlen voraus. Aber es gibt immer noch einen beträchtlichen Prozentsatz von Menschen, bei denen die Gefühle den Gedanken vorauseilen. Was Sonakshi nun fragt, ist: Es gibt Situationen, in denen man nicht sein möchte, aber die Gefühle sind darin verheddert, sodass die Gedanken immer wieder dorthin gehen. Unbewusst gehst du immer wieder in diese Richtung. Was du verstehen musst, ist, Gedanken sind sehr agil. Heute sagen meine Gedanken, sie ist der wunderbarste Mensch. Am nächsten Tag, wenn sie etwas tut, was mir nicht gefällt, sagen meine Gedanken sofort, sie taugt nichts. Aber wenn meine Gefühle zu dieser wunderbaren Person vorausgegangen sind, Gefühle sind nicht so agil, sie können nicht so schnell umkehren, sie sind ein wenig rührselig. Sie brauchen Zeit. In der Zwischenzeit kämpft man damit, weil die Gedanken sagen, dass das nicht in Ordnung ist, aber die Gefühle sind immer noch verstrickt. Was kann man nun tun? Versuche nicht, deine Gefühle oder Gedanken zu kontrollieren. Denn es liegt in der Natur deines Verstandes, dass ich will nicht an diese Person denken, bedeutet, dass dies die einzige Person ist, an die ich für den Rest meines Lebens denken werde. Wenn also zwanghafte Gedanken und Gefühle auftauchen, ist das Erste und Wichtigste für dich, dass du sie einfach als das siehst, was sie sind. Versuche nicht, dich gegen sie zu wehren. In dem Moment, in dem du dich wehrst, werden sie sich vervielfältigen. In diesem Verstand gibt es keine Subtraktion und Division, nur Addition und Multiplikation. Was du also tun musst, ist, verstehe einfach, dass Gedanken und Gefühle nur eine Wiederverwertung von Daten sind, die es bereits gibt. Etwas, an das du dich erinnerst. Es ist nur so, dass die Erinnerung ein wenig müffelt, sie kommt einfach immer wieder. Du musst es einfach so sehen, mit ein wenig Abstand. Es ist, wie wenn du in einem Stau steckst. Du bist auf dem Weg zum Flughafen und gerätst in einen Stau. Wie viele Ängste und Kämpfe machst du durch? Dann gelangst du irgendwie doch dorthin, besteigst das Flugzeug und hebst ab. Von dort oben, wenn du runterschaust, wie schön der Stau aussieht, hm? Einfach, weil ein wenig Abstand da ist. Es ist immer noch derselbe Stau. Aber wenn es einen Abstand gibt, ist auf einmal nichts mehr dabei. Ähnlich verhält es sich mit deinen Gedanken und Gefühlen. Mit etwas Übung schaffst du ein wenig Abstand von deinen physiologischen Prozessen und deinen psychologischen Prozessen. Aber wenn du versuchst, einzelne Gedanken und Gefühle zu steuern, werden sie sich tausendfach vervielfältigen.